Nach Hades ist bekanntermaßen vor Dead Cells. So sagt man. Ja, weil wir spielen jetzt Dead Cells und dann kommt Hades 2 und wir kommen aus diesem Loop, kommen wir wahrscheinlich nie wieder raus, aus ja. dem Loot. Das ist richtig. Wir checken ab, ob aus der, pass auf, Return to Castlevania vielleicht eine Return to Castlemania wird. Oh, das ist doch wieder was für dich. Ja, ich meine, du nimmst es eh mit, ne? Du kannst ja hier zwei Sachen mitnehmen. Regeneriert 1% deiner. Was war der Trade-off? Der Totenkopf über dir sagt ja, dass du etwas. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Da war ein Malus dabei. Ja. Plus 100% erlittener Schaden. Ja, das war ja direkt mal richtig dumm. Ja, aber dafür. Ja, aber das. Das wird dich ja nicht. Ach, du bist schon gehässig? Nein! Och, das willst du doch, oder? Ja, die olle Halsfessel. Denk, verkaufen, verkaufen. Ich erinnere mich an. Verkaufen. Ja, das kannst du doch mal direkt verkaufen hier. Auch wenn es nur ein Gold gibt. Ja. Ja, komm. Ach komm. Doch. Ja. Also, gib doch einfach zu, du hast gedacht, das ist mehr wert. Dann ja, ich hab's gehofft. Können wir beide unser Gesicht. Ich will aber, ich muss dich doch in die Denke wieder reinprügeln, dass wir das sofort verkaufen. Ja. Dass wir nicht einfach. Das mag ich so an dir, dass du selbst, wenn du falsch liegst, immer noch einen Twist findest, der gar nicht mal. Komplett. Nein, wieso denn falsch? Ich wusste, es war jetzt nicht viel, aber der Twist ist genau der. Mein pädagogischer Ansatz war kein Twist, das war mein Urgedanke. Also ich muss es auch in irgendeiner Zeitschrift lesen, bis ich gecheckt habe, dass Alucard Dracula ist. Also, der Name. Ich hab's nicht beim Spielen selbst gecheckt. Oh, das hab ich auch nicht gecheckt. Lol. Nach all den Jahren? Das Mysterium Dracula Alucard hast du gerade. Ich kann das nicht glauben, das ist ja so offensichtlich. Es ist 30 Jahre später? Ich weiß nicht mehr, wie die Beziehung war, aber das. Das ist der Vater. Ja, ja. Aber wie. Ja. Okay, schön. Haben wir das freut mich. Oh mein Gott, ist das peinlich. Oh, wie gut. War das nicht irgendwie bei Symphony of the Night sogar so ein Story-Twist oder so? Oder? Ach, vielleicht erinnere ich mich da auch nicht. Ja. Aber es freut mich umso mehr, dass du jetzt, dass man dir noch was, einen alten Hund hier noch mal neues. Nee, das habe ich. Es ist peinlich, aber es ist nicht. Weil ich mal ganz oft versuche, ich immer so Namen rückwärts zu lesen in Filmen und so weiter, ja. Um auf Hinweise zu kommen. Aber hier ist es tatsächlich. Ja, das ist echt schön. Ist so plain inside, ne? Und ja. Tut mir leid, das ist einfach zu einfach. Zitat Etienne Gardet. Wir werden sehen, ob es so bleibt, denn Dead Cells zweiter Teil. Bestimmt härter. Naja, ich denke mir halt, du wirst wahrscheinlich auch heute wieder nicht ans Pad kommen. Und es tut mir so ein bisschen leid, wir haben so lange nicht jetzt hier zusammen was gezockt. Ist jetzt schon der zweite Teil hier, wir nehmen hier am Stück auf. Und ich kann jetzt auch nicht absichtlich in den Abgrund springen. Nein, sollst du auch nicht. Nein, das wird auch noch schwer werden. Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Ich erinnere mich jetzt wieder, dass die ersten Biome deutlich leichter sind. Das kann mir so ein paar ja, absolut knifflige Geschichten kommen noch. Man merkt ja auch, wenn man vom Gegner getroffen wird, es tut ja schon auch weh. Oh. Nicht mehr die andere da verkaufen. Das kannst du natürlich einen Kredit aufnehmen, ne? Warum bist du so gehässig? Weil ich einfach wissen möchte, was passiert. Was die Strafen sind, die sie dir auferlegen. Unfassbar. Was für ein. Gar nicht, du willst es doch auch wissen. Ey, das sind 2000 Gold. Ohne Konsequenzen. Ja, schon komm, du nimmst gleich die Kohle auf und dann schicken sie direkt ein Spiegel-TV-Team. Vorsicht, Abzocke. Dann bin ich ja gleich wieder dran. Dann bin ich ja gleich wieder dran hier. Oh mein Gott. Okay, die Waffe ist zwar mächtig, aber diese Langsamkeit ist halt. Scheiße. Ja, jetzt siehst du mal, ich war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Leute, was soll ich dir dazu sagen? Was soll ich. Was soll ich denn dazu sagen? Das ist einfach nicht dein Ernst. Nee, es ist auch nicht mein Ernst. Komm. Ey. Also ich will dir jetzt nicht mal ein bisschen mehr Respekt vor meiner Leistung. Ja. Anstatt immer gehässig. Ja, das ist einfach Karma, Colin. Weil du sitzt hier als Beifahrer wie so ein Fahrlehrer, der dem unfähigen Schüler die ganze Zeit das reindrücken nicht. Will und dann aber selber ans Steuer geht und direkt gegens Auto knallt. Hast du dich von mir wie ein Fahrlehrer gerade ja, mindestens. Nein, warum sagst du das denn nicht? Ich wollte dir doch mit Wohl. Also.
Wie, warum sagst du das denn? Du hast kein Wort gesagt dazu. Guck mal, du kriegst exakt die gleichen Sachen. Ja, super. Das ist die Strafe. Danke, Spielegott. Danke, dass du endlich mal also, das Partei jetzt ganz schön ergreifst. Wann kommt eigentlich Resident Evil? Aha. Am 24. oder? Wann ist, was meinst du? Wann Release ist? Mhm. Ja. Ich habe ja Resident Evil 4 nie gespielt, deshalb. Was? Also nur mal angefangen. Das sagst du jetzt in so einem Nebensatz. Kam dieser Kettensägen-Typ am Anfang, der einen durchs Dorf treibt, da hab ich gesagt, alles klar. Ich bin raus aus der Nummer. Das finde ich aber ganz schön. Ja, deshalb freue ich mich jetzt aufs Remake. Aber das wird überall, dass du das nicht gespielt hast, das ist so ein tolles Spiel damals gewesen. Ich glaube, das wird großartig, ne, will ich nicht. Ist das denn so, also der letzte Resident Evil, den ich durchgezogen habe, war Resident Evil Village, den fand ich ziemlich geil. Mhm. Geht das so in die Richtung? Nee, das ist ja eher so wie die Remakes von den anderen. Hast du Resi 2 gespielt? Das Remake? Ja. Nee. Also, Ede, du kannst doch nicht freiwillig auf so geile Scheiße verzichten. Das war überragend. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Die sind gruselig, die Spiele. Ja, doch nicht. Ey, seit wann bist du denn ein Gruselproblemkind? Bei Spielen? Durchaus. Wirklich? Ja. Deshalb habe ich Resident Evil 7 nie durchgespielt. Also wenn man dich in einen dunklen Raum setzen würde, mit Kopfhörern aus und Resi spielen lassen, dann würdest du sagen, mach ich nicht. Würdest du sagen, mach ich nicht? Ja. Auch nicht, wenn man dich ganz lieb bittet? Hast du das noch nie gesehen, wie ich, hast du mein Dead Space Let's Play gesehen? Nee. Hast du noch nie gesehen, wie ich solche Horrorspiele spiele? Ich piss mir da wirklich in die Hose. Ich schreie wie ein Mädchen die ganze Zeit. Also es ist sehr unmännlich. Ja, das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch eine Abfall. Es ist halt lustig, weil es bei Filmen überhaupt nicht so ist, aber bei Spielen Resident Evil 7 konnte ich nicht spielen. Bei der einen Situation, wo der da ins Badezimmer kommt, habe ich das Pad weggeworfen. Das hast du das in VR oder in normal gespielt? Ach, VR, ich habe das 10 Minuten in VR gespielt, habe ich gesagt, vergiss es. Das ist viel zu hässlich. Ich biete ja ganz neue Möglichkeiten hier. Ich habe nämlich viele Horrorspiele nicht gespielt. Ich kann das nicht. Das macht mich fertig. Macht mir richtig Anxiety. Ich erinnere mich ganz dunkel an irgendwas, wo du mal mit Ede was gespielt hast in VR. Kann das sein? Ede, ich bin Ede. Mit Simon? Und ach ja, der hat mal irgend so ein Horrorhaus-Spiel. Das war auch. Und, oh. Das ist einfach anstrengend. Danach war ich. Ja. Das ist wirklich für mich kein Genuss. Ich bin so angespannt die ganze Zeit. Aber hast du wieder einen Curse oder was heißt dieser Totenkopf über dir? Gegnern wird plus 300 zugefügt, du nimmst 300 Schaden. Das ist wieder ein One-Hit. Und du kannst. Wieso haben wir das denn? Wo? Die Modifikation jetzt nicht mehr ändern. Wieso haben wir das denn? Ja, weil wir nicht lesen, was da steht in den Texten. Das weißt du doch, dass wir den Kram deshalb, lesen. Das hat dich in dem Run in der letzten Folge. Ja, und jetzt killst du dich, weil. Wir sind die ganze Scheiße. Ich hab die ganze Kohle ausgegeben und er wäre ein Händler gewesen. Kann man sich das Leben denn selbst so, guck mal jetzt. Oh Gott. Ja. Und ich gamble bei der Fackel auf Nebeneffekt. Ja, aber das hätte eh nicht gereicht, weil das 700. Oh, also, das muss man sagen. Aber es ist jetzt natürlich 300% Schaden ist natürlich jetzt gegen. Und das ist ein Boss-Rush. Also von mir aus kannst du jetzt auch gleich das neu starten. Oh Gott. Das ist natürlich. Das gibt's doch. Aber das ist allerdings ein einfacher Boss jetzt. Welcher ist das denn? Ach, diese Frau, ne? Diese Hüterin. Ja. Boah, plus 300% Schaden, ey. Die musst du jetzt schaffen. Ist schon tot, du musst dich heilen. Au, stimmt, ich kann mich ja heilen, theoretisch. Wenn ich es jetzt noch schaffe, zeitlich. Komm, heil. Du hast sie fast. Sie hat dich aber auch fast. Oh, sie hat dich zuerst. Ich hab's gerade. Ja. Wo ich gerade den Fleischspieß sehe. Was macht eigentlich Gina Wild? Gibt's die noch? Fleisch. Ist doch irgendwann Schauspielerin geworden. Der Großen, glaube ich, auch, oder? Ha? Ja, was weiß ich denn? Michaela Schaffrath? Ach, man darf gar nicht mehr Gina Wild, glaube ich. So. Nee, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Also bei Google darfst du es noch sagen, wahrscheinlich, aber so im. Ich habe keine Ahnung, die ist doch keine Schauspielerin geworden. Die wollte in seriöse Genre wechseln. Ja, doch, gut, doch. Das wollte hier. Ja, diese Rocksinfonie ist nicht meins. Das erinnert mich so an die späten Releases von AC/DC, die nicht mehr an die frühen Werke ranreichten, als sie noch
Abfuhr. Den ich glaube, wirklich. Es gibt noch, gäbe wenige schlechtere Vergleiche, die du hättest ranziehen können. Sehr gut. Als AC/DC zu dieser Musik. Ist schön, ist so ehrlich. Das war einfach noch als. Als sie noch. Ja, yes, geh doch hin! So die TNT, so, das war noch die Zeit von AC/DC. Ja, hast du einen guten Song ausgewählt, bin ich bei dir. Aber, ja. Es war so damals die Zeit, wo viele Bands in der Richtung dann nicht mehr hier, wie heißen sie? Metallica. Naja. War kurz nach TNT halt, ne? Und dann auch die anderen Größen, hier The Cure und Stirb doch endlich, Giftprinz! Die Rolling Stones. Einfach der Zahn der Zeit. Hast du schon mal überlegt, einen Rock-Podcast zu machen oder so? Aber es ist eigentlich schon geil, weil eigentlich finde ich das auch geil, sich eine halbe Stunde hinzusetzen und wie ich würde es bei Hip-Hop genauso machen. Und einfach so mit so, mit so einem Selbstverständnis sich irgendeine Scheiße aus den Fingern saugen. Einige finden es lustig, andere werden bestimmt so richtig abgefuckt darüber. Ich glaub, kann man Hip-Hop ist natürlich noch viel dankbarer Angriffsfläche als Rock. Das Problem ist einfach auch, dass der Speed Metal im Wandel der Zeit einfach falsch abgebogen ist, wenn du mich fragst. Das merkst du halt einfach. Der Death Metal hingegen, der hat's richtig gemacht. Der ist eigentlich treu geblieben, aber der Speed Metal ist ähnlich wie der Core Metal und der New Metal völlig falsch abgebogen. Core Metal. Blood Metal hingegen fand ich immer sehr ansprechend. Aber das ist halt so ein Sub-Genre für die Hardcore-Fans, sag ich mal. Das hat nicht jedem gefallen. Ja, ist ja nicht so kommerziell, ne? Ja. Und, ja. Ist halt Light-Metal und Funky-Metal waren auch irgendwie so billige Abklatsche. Und Sport-Metal war immer. Haben wir alle schon gesehen? Das ist doch die Frage. Nein, da noch nicht. Sport Metal? Sport. Sport Metal. Sport ja. Metal. Das waren immer die, die Typen, die dann so Baseball-Trikots und so. Ja, die Klassiker. Die ganzen Choo-Choo hast du nicht gesehen. Ich komme eine Runde, hier komme ich hinaus. Hier geht's wieder in einen Karren. Scheiße, wäre auch schön, wenn jetzt noch einen kleinen Schinkenwurst oder sowas drin liegen würde. Ich hätte auch eine wilde Phase. Irgendwann habe ich ja auch mal Creep Metal gehört. Creep Metal könnte es sogar geben. Ich bin mir sicher. Da heißt so Creep Metal. Metal war mit too much. War zu viel Metal. Ja, Creep Metal ist gut. Das können wir ja. Eine Mischung aus Theater und Metal. Ja. So ein bisschen so Frankenstein und seine Brüder treten auf. Ups, was ist das denn hier für ein. Sind wir in Hogwarts oder was? Ich habe mir damals fast in der Moshpits immer einen Finger gebrochen und seitdem meide ich die Pits. Ja, boah, so sehr ich es liebe, mit anderen Langhaarigen gegeneinander zu knallen, ja. Das ist einfach richtig geil, aber es ist irgendwie auch gefährlich. Das Risiko ist einfach. Ja, du bist ja auch ich bin der Jüngste. X-facher Vater. Da hast du ja auch Verantwortung. Genau. Nicht nur viel, also verstehe ich. Aber früher, das war eine richtige Leidenschaft von mir. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mich eine Woche lang nicht geduscht, damit es richtig Spaß macht. So wie ich habe gestern noch einen der schönsten Songs, der genau dieses Lebensgefühl des Moshpits besingt. Großartiger Song. Walls It Up, The Pit Is It. Und das heißt nicht so, sondern das heißt The Toxic Walls von Exodus. Eine unglaubliche. Hast du damals auf MTV lief das rauf und runter? Ja, ich kenne es auswendig. So sieht es nämlich aus. So, pass mal auf. Ja, das war schon geil. What's it up? The bad is it? They don't hit, cause they are wimps. Das ist so ein Song, der eben diese Kultur des Geh rein, richte die Nase und alle anderen, die da rumstehen, sind Poser und Traitor und so. Unglaublich. Das würde dir auch gefallen. Das hat einen ganz leichten Hip-Hop-Appeal durch die Rhythmik. Okay. Drin. Das ist eine geile Nummer. Ich hätte ja den Spitznamen Brad Pitt. Aber es hatte nichts mit dem Moshpit zu tun. Nee, es hieß bei uns aber in Böhren hieß eine Band extrem auch so. Gut aussehen. Was? Eine Band von einem extrem gut aussehenden Gitarristen, ja. Das ist auch Brad Pitt. Das
war so ein klassischer. Man lacht. Ach gut, schade. Das habe ich wieder gedacht. Ich könnte mit minimalem Aufwand hier einfach. Ja. Moment, die Band hieß Brad Pitt. Ja, also mit. Ey, kommt eine harte Band. Kommt ihr mit zu Brad Pitt am Wochenende? Ja, so ungefähr. Brad Pitt legt auf. Ja. Der Gitarrist, der war auch sehr gut und war auch sehr attraktiv. Hm. Kam bei den Mädels mega gut an. Dann macht es natürlich Sinn, sich auch nach einem Schönen zu benennen. Absolut. Deswegen, da kam so beides zusammen. Die Glaubwürdigkeit, hätte sich auch einfach Härte der Musik. Ich bin sehr schön. Ja. Wäre auch ein guter Name gewesen. Beautiful Singer Band. Beautiful Sinner, das wäre auch so ein Bandname aus der Hölle. Ja, aber ich muss sagen, als Antichrist dann aufgehört hat und Kabal nur noch Coversongs gemacht hat, muss ich sagen, ja, der Schaden ist noch nicht gut hier irgendwie. Blood Monkeys. Es gab ja in meinem Freundeskreis immer diesen Zwist zwischen den Fans von den Death Angels und den Black Angels. Und den Angels of Death und den Angels of Blackness und den ja, den Hell Angels und den Nightmare Angels. Die Killer Angels haben Prophets of the Death waren auch noch ganz gut. Aber die Hellpleasers waren irgendwie auch. Hellpleasers, ja. Das ist ein guter Name, leider auch nicht. Hellpleasers. Ja, dann hatte ich auch alle Alben von Death Trap und von Poison Skull. Ich bin überzeugt, dass es mindestens eine Band gibt, irgend so eine amerikanische, die nicht rausgekommen ist, aber die in der Tape-Trading-Szene ganz groß war, die Poison Skull hieß. Du hast ein paar gute Namen dabei, das gebe ich zu. Größter Fan war ich von Nightmare of the Damned. Ach, das ist kein schlechter Titel. Das war halt irgendwie. War immer noch besser als die zweite Scheibe von Demons of the Blood Angels Curse. Aber Victims of the Patriarchy war absolut enttäuschend. Wir müssen noch einmal kurz. Fandst du eigentlich Snake Teeth, das Album? Besser als Poison Bite oder? Ja, ich weiß. Intoxication war natürlich das Beste, aber. Ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann hier so ein Dark Souls DLC gibt. Das könnte sein. Und dann mit so einem Soundtrack von Witches of the Underworld. Das wäre richtig nice. Ja, okay, das schön. Das gefällt mir, Witches of the Underworld. Das könnte auch so ein Song von Cathedral sein. Ja. Ah, Cathedral ist natürlich auch. Lange nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, ich spiele ja auch leider nicht mehr. Aber warum auch nicht, wenn du alles erreicht hast? Ja. Wie viele Heavy-Metal-Sänger heißen nach einem Serienkiller? Ich glaube, kein einziger. Na komm, Sid Vicious. Welcher Serienkiller war das auch mal? Ist das nicht ein Sänger? Ja, ja. Was war das? Irgendwie so Punky-Punk-Style? Ne? Also, Punk ist natürlich kein Metal, das ist klar. Das ist ganz was anderes. Es ist ja viel mehr Schreien und weniger melodisch. Wie ist noch mal diese eine Band, wo die so alle so schwarze Sachen anhatten und dann standen die da so zu viert und haben alle so in die Kamera geguckt? Vorne und Blond? Mit so einer Leder. Nee, das war, warte, wie hieß die Band? Sind alle schwarze Klamotten, sind alle so 1,70 groß ungefähr, weiß. Und dann haben die so. Ja, die Kamera. Guck, wie ist diese eine Band nochmal? Diese eine? Ich weiß, ja, es ist. Ja, weißt du, was schlimm war? Das Album von Skeletons of Mischief. Das war richtig schlimm. Also, du hast wirklich kein schlechtes Gespür dafür, Bandnamen dir auszudenken, die nicht so weit weg sind von dem, was sicherlich auf irgendwelchen. Songwettbewerben im Dorf kommt so eine Band, oh, ich bin nicht geil, so mich. Guck mal bei Spotify rein in die Liste. Das ist die richtigen Namen sind hier. Warte. Ja, das ist geil, ja. Namen überlegen und. Nein, ich Metal Mix Playlist, da haben wir doch schon mal was hier. Riot, Sabaton, ja, Riot. Flames. Sabaton, ey, das ist auch so eine Fear Factory. Amon Amarth, Testament. Korn, ja. Die kennt man. Testament kennt man. Mastodon. Mastodon? Disturbed, Powerwolf, Lamb of God. Hast du gerade nur unter Heavy Metal geguckt, oder was? Metal Mix heißt ja. Megadeth, Pantera. So. Kennt man ja sogar alle.
Und was wir auch kennen, ist die Tatsache, dass Hammerfall. Wir jetzt am Ende der Sendung angekommen sind. Ein bisschen ungünstig, aber es lässt sich nicht ändern. Wir werden weiter. Werde ich mir gleich beim Auto geben. Ich gebe dir ein paar Empfehlungen, wenn du möchtest. Du hast richtig gut gespielt, Colin. Ach, das du bist halb durch. Ich komme jetzt aber, komm, ich bin langsam wieder drin. Ja. Wir werden es hinkriegen. Bald. In diesem Sinne. Sprach die Spinne. Das Fliege, ich mach die Biege. Die haben wir noch gar nicht. Oder hier gibt, guck mal, hier gibt's Castlevania-Stuff. Weihwasser. Auch mal, also mir ist es egal. Was, 50? Auf Deutsch, warum Wasser? Was, wie, wo? Ach, okay. Ich glaube, irgendwie, ich habe das Gefühl, die Tatsache, dass diese, das ist ja die alte Nils Bohmhoff Gedächtnisschule, ne, humortechnisch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob er das erfunden hat, das Wortspiel, aber ja. Nein, aber wir wissen ja, dass Nils es dazu einige sagen trauriger Berühmtheit gebracht hat, aber auf jeden Fall zu respektabler Aufmerksamkeit, die ja zurzeit darin gipfelt, dass Mara liebend gern diese Art von Humor auch ins Best-of schneiden. Ja, ich weiß. Ich will darauf hinaus, dass das natürlich bewusst oder unbewusst bei vielen Menschen vor der Kamera dazu führen könnte. Ist ja schon so. Jeder versucht jetzt jeder versucht, also okay, dumme Wortspiele zu machen. Ja, das kann es natürlich nicht sein. Also, weil es von Mara gefördert wird. Ja, und das ist natürlich, einerseits ist es schwer gegen Nils, der ja wirklich die Routine und jahrelang Vorsprung hat. Ob wir dagegen ob man das überhaupt möchte, ob man es kann, oder ob das nicht eigentlich eine Einbahnstraße ist, bei der es nur Verlierer gibt, außer Nils Bohmhoff. Story of my life. Ich fürchte, dass man für die nächste Tür bestimmt mehr braucht. Ja, dann mach halt weiter so. Ja, Herr Motivator. Das machen Sie sehr gut, Herr Trainer. Herr Trainer, es zieht schon 7:0 zur Halbzeit. Ja, mach halt weiter so. Mensch. Ich kann nicht anders. Ich habe neulich mit meinem Sohn Schach gespielt. Er hat Schach gespielt. Ich habe zugeguckt. Hat er so einen Move gemacht, habe ich ihn Trottel genannt. Schön, das ist wirklich toll. Da habe ich auch gedacht, wow. Ah, siehst du, das wäre es mir jetzt fast gewesen. Way to motivate your son. Loser, du bist ein Versager. Ja, aber es war auch ein Trottel-Move. Ich hätte es nicht gesagt, wenn er sich konzentriert hätte und versucht hätte. Aber wenn er Quatsch macht, ja, kriegt er einen Pfund. Jetzt pass auf. Ja, das ist das. Ah, da hast du gesehen, dass ja, dieses Fass, was so diagonal wirft. Also eigentlich wahrscheinlich nicht dem. Das ist unfassbar. Extra für Mara. Was für Mara? Ach so. Ja. Sorry, ich hab's dir versaut. Ist egal. Obwohl, vielleicht ist das jetzt die Chance, reinzukommen. Das lässt mich fassungslos zurück. Aber macht doch fast nichts, oder? Nee. Hast du heute schon was Leckeres gegessen? Nein. Aber ich habe heute Abend gibt's einen schönen Kartoffelsalat. Ja, gestern schon. Ach, wollte doch. Was hatte ich noch gesagt vorhin? Hm. Memo an mich nur drüber springen, ne? Oh, fuck! Das war gerade mit diesem, habe ich nicht mitgerechnet, dass ich vor der. Also, dass ich so eine kurze Ohnmächtig-Phase habe unten. Das ist, wenn man dich auf Essen anspricht. Ich hab's genau gemerkt, wie dein Gehirn zwei Leidenschaften verarbeiten musste. Das stimmt. Das ist ganz das ist wirklich da meine, also wirklich ausgerechnet meinen Kryptonit da irgendwie auszupacken. Ja, das wär's. Colin, Stichwort Mikrowellenessen. Du darfst wahrscheinlich nicht berühren, das da unten. Ja. Es geht noch weiter, ich halte es aus. Okay, pass auf. Hä? Wie willst du es machen? Nee. Oh, oh ja, doch. Ah, ja, es war, war ein bisschen knapp. Ist da war ein bisschen knapp. Geh mal ein Stück nach links. Okay. Mach du mal. Ich bin ruhig. Links war, glaube ich, nichts. Okay. Und bitte neben Mandel immer noch. Das ist auch kein hektischer. Automatisch, genau. Wie habe ich das denn eben gemacht? Du bist aufgestanden und hast. Da kannst du sogar stehen bleiben. Sparst du dir die eine Bewegung? Ich komm den Scheiß. Und jetzt hoch und los und hopp. Und da stehen bleiben und erstmal gucken und hoch.
Und rüber. Und rennen, 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 rennen. Oh nein, das ist vorbei. Was machen wir denn jetzt, Colin? Okay, das schaffst du. Das ist jetzt ja, wie denn? Ich glaube, du musst jetzt los. Ja, aber wo soll ich denn hin? Auf die mittlere Plattform drüber springen, auf die nächste. Welche Plattform? Ja, das sind doch Plattformen in der Mitte. Das ist doch Hintergrund. Hier, da. Und da nein, da ist eine Plattform. Glaub mir. Glaub mir. Das ist alles gar nicht machbar. Achso, ist gar nicht so schlimm. Ah ja, so. Okay, ja, ja. Muss echt, bis die Keulen möglichst oben sind, sonst springst du denen in die Fresse. Ich glaube, wenn die... Oh, ich zitter, ey. Mhm. Und dieses Mal. Nee, nee, nee. Oh, es geht immer noch weiter! Okay, jetzt musst du nur im letzten Moment, ne? Alles easy. Das schaffst du. Einfach nur springen. Einfach nur Doppelsprung. Was willst du sonst machen? Mehr Möglichkeiten hast du nicht. Gleiche nochmal. Sicher? Ja, von darfst nicht zu hoch. Flappy Bird. Boah, das ist jetzt hier echt so Hollow Knight White Palace Scheiße. Ede, ich glaube, guck mal, die Farbe vom Hintergrund hat sich gerade geändert. Nicht jetzt, bitte, genau. You're the man. Er hier. Wirklich. Ich sag dir, das ist so, mit dir geh ich ins Casino. Du verzockst nämlich 999 Euro. Mit dem letzten Euro holst du den Jackpot. So einer bist du nämlich. Jesus Christ. Geil. Fix und fertig. Super. Und wir verkaufen noch. Dafür haben wir nur ein bisschen Gold gekriegt und einen Tonikum. Das war richtig gut. Das war wirklich gut. Das war echt gut. Und das Tonikum verkaufen wir direkt wieder. Ja. Da haben wir noch nie. Wir haben nur eine Scheißbelohnung gekriegt. Können wir das mal festhalten? Ja, aber ey, ganz ehrlich, die Tatsache, dass du es geschafft hast, ist vor allem für die Zuschauerinnen und Zuschauer belohnt. Das ist wichtig, ja. Oh, perfekt. Nimm die ganze Keule für 4.000 und laber mich nicht voll. Aber glaub, nein, stopp, halt, stopp, pass auf. Der Level ist vorbei. Ja, aber du kriegst auch nicht alles voll. Doch, wir kommen doch jetzt wieder in die Zwischenwelt. Ja, aber das füllt dir nicht alle Flas auf. Sondern füllt doch, wir sind ja nicht mit der Bosszelle. Wenn du eine Bosszelle hast, dann nicht alle. Sonst füllt dir das alle Flas auf. Nein, bei der Bosszelle gibt es manchmal gar nichts zum Auffüllen. Nee, das füllt dir alles auf. Du kriegst alle Flasks immer voll im Standardspiel. Da bin ich absolut sicher. Aber dann kannst du trotzdem nicht, hast du trotzdem nicht voll Energie. Kauf jetzt, gib jetzt die 4.000. Nee, ich gebe aus. Oh, pass auf. Nee. Gib, guck mal, du gehst dann jetzt hin. Selbst wenn du jetzt volle Flasks kriegst, hast du nur 800 Energie. Da musst du eine Flask benutzen. Aber wir gehen doch jetzt wieder zurück. Wir kriegen doch die Flasks jetzt wieder. Aber deine Energie kriegst du nicht wieder. Doch, natürlich. An der Flaskstation kriege ich Energie und Flask. Nein. Doch. Nein. Doch. Immer, der macht immer beides. Nein. Deshalb haben wir immer erst eine Flask genommen, um uns zu Pass auf. Um dann die Flask aufs. Nein, eben nicht, der macht beides. Es ist du musst einmal drücken und der lädt alles komplett auf. Wir werden es sehen. Es ist so. Ich freue mich. Pass auf. Diese 4.000. Sonst geben, ja, werde ich sofort damals, sagen, als die Eintracht Karim Hagin nicht verpflichtet hat, als in der Innenverteidigung dann abgestiegen ist. Pass mal auf, ich will nur noch einmal kurz auf die Karte gucken. Mhm. Nicht, dass es jetzt aus irgendeinem Grund, das ist nämlich das, vielleicht gar keine Flask-Station gibt, sondern nur direkt den Bossgegner oder so. Das weiß ich gerade, ne? Das wäre. Bei der Flaskstation bin ich dir 100% sicher. Du kriegst beides. Nein. Also du willst, dass ich jetzt du zwingst mich jetzt ins konservative Spiel. Nee, mittlerweile. Mittlerweile freue ich mich mehr. Nee. Ich mach das jetzt für dich. Gut. Ich gebe dir jetzt aus und wir werden gleich bei den wenn Was denn? Was? Hä? Was war das denn? ein Gegner. Was habe ich denn gerade gemacht? Das war ein Mimik. Du hast dein Yggdrasil auf jeden Fall verschwendet, aber du hast zwei Hähnchenkeulen jetzt. Hä? Der Händler hat dich angegriffen. Das ist ja geil. Jetzt hast du wenigstens volle Energie. Jetzt werden wir nie erfahren, wer recht hat. Und vielleicht for the sake of the argument hätte ich jetzt sozusagen hätte ich noch drauf verzichtet, ja, auf die 50%. Mir ist jetzt nur noch darum, wer recht hat. Jetzt haben wir Yggdrasil nicht mehr. Ey, das gibt's doch nicht. Aufschmieden oder erstmal das? Das ist zum Beispiel das im Rucksack, das kannst du auch knicken, das ist doch scheißegal. Ja, aber das ist ja, ich habe ja diesen Dings, Perk mit, ja, das kostet 2.000. Wie oft rollst du durch einen Gegner und dann 80% davon, das ist doch wurscht. Gut, dann sparen wir die Kohle. Hau die lieber um. Dafür hättest du jetzt eine Kähnchenkeule. Es ist die Sache natürlich, das ist weg. Okay, wir gehen jetzt zum Boss.
Jetzt werden wir es hier nicht rauskriegen, aber ich hätte hier, ich sage es dir, beides bekommen. Nee. Doch. Ja, danach könnte ich ja auch noch mal. Doch, doch. Deshalb haben wir uns, schreibt ihr es mal in die Comments, ob deshalb haben wir uns immer vorher geheilt, mit einer Fiole voll Energie voll gemacht und dann die Fiole ersetzen lassen. Pass mal auf, wir achten drauf nächstes Mal bei dir. Ja? Machen wir das mal im einfachen Level, wo nichts zu verlieren ist. 100% achten wir da drauf. 100%. Und du wirst sagen, scheiße, Colin, heute hattest du mal recht. Ich meinerseits werde es genauso zugeben. Gut. So. Ich habe immer noch einen eingeklemmten Nerv und kann mich kaum bewegen. Colin ist immer noch der Meinung, man wird geheilt am Fiolenstand. Das werden wir alles diese Folge erleben. Ja, das einzig Blöde ist nur, dass ich diesen Yonex Ungundia. Bitte geh jetzt. Ja, der ist aber halt weg. Den kriegst du nicht mehr wieder. Geh jetzt genau, zur Flaskstation. Genau, aber ich habe die Chance, ja nochmal neu zu verteilen. Geh zur Flaskstation! Geh wieder rum. Guck mal, hier. Was machst du jetzt? Aber auch nur, weil die Flas voll sind. Ach so, du meinst, wenn es übt, ach so. So ein ganz perfides System, meinst du? Ja, ja, klar. Gut, du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt. Ja. Großer Colin Gable, was soll ich noch sagen? Nein, ist gut. Ich sonne mich. Du kannst die Sonne dich in der Genugtuung des Rechthabens. Ja, reicht mir. Gut, schönen Tag nochmal. Ich bin nicht jemand, der jetzt eine große Nummer daraus macht. Nein, überhaupt nicht. Der mit dem Grinsen hier sitzt, weil er sagt, soll dem Herrn Gardelmann das weiß ich mal gezeigt. Nach 20 Jahren. Ja, das hast du, ich kann dazu stehen, wenn ich daneben lag. Ich glaub's nur nicht. Ich glaube, es handelt sich hier um eine DLC-Patch-Geschichte. Ich hatte gestern Nacht auch keinen Sex. Was? Ja, du hast eine gute Vorlage eigentlich. Ich kann gestehen, wenn ich daneben lag. Und da hätte ich so, eigentlich direkt aber verstehe. Ja. Wieso steht hier eigentlich nur nächstes Level? Geh doch mal jetzt. Ja, ich werd vielleicht noch mit die Frage lautstellen dürfen. Jesus Christ. Ausgang zur Gipfelburg. Achso, du warst auch früher so, wenn du in WOM gegangen bist, um dir eine Leerkassette zu kaufen, um CDs zu überspielen, nehme ich jetzt die 120 BASF oder die 90 Minuten TDK. Als ob du noch auf dem Schirm gehabt hättest, dass genau das hier gerade noch kommen würde. Du bist doch jemand, der sagt, ach komm jetzt, spring doch aus dem Flugzeug, du wirst schon rausfinden, ob der falsch funktioniert. Ja, es ist so. Ja, ist so. Unten du hast ja in der Sache recht. Unten ankommen wirst du sowieso. Ja. Haben wir das geklärt. Ja, schön in Bewegung bleiben, springen nicht vergessen, aufladen nicht vergessen. Rechtzeitig. Rechtzeitig. Aufladen. Diese Scheißdinger! Ah, lad dich doch jetzt auf mit deiner Energie, Mann! Mann, Alter, das darf doch nicht wahr sein, ey! Ich kann mich ja... Ich habe echt vergessen, dass ich mich heile. Ich hab's aber dreimal gesagt! Ja, ich hab's aber nicht gecheckt. Ich hab... Jesus Christ, gib das Pad her, du. Boah, das tut mir echt leid. Nee, das war wirklich ist ja unfassbar. Ich hab echt vergessen, dass ich mich heile. Schreib's in die Comments. Ich hab gedacht, du meinst, ich soll meine Nahkampfwaffe benutzen, um mir die Energie zu geben. Alter Schwede, ey. Ja, ich will gar nicht reden. Talk to the hand. Unfassbar. Ich kann mich jetzt wirklich nur auch bei euch da draußen entschuldigen. Ja. Und ich mach das. Wie willst du das? Kannst du nicht mehr gut machen. Oh Gott. Ich könnte mich ja heilen. Ich habe ja nur Yundix Gundia verloren, oder wie das Ding heißt. Das Jesus Christ. Ich hätte mich ja oben auf der Eisplattform schon mal einmal heilen können. So zur Sicherheit. Ey. Ich sage da gar nichts mehr. Ich, ich habe dreimal gesagt, heil dich, ja, heil dich, aber heil gecheckt. Dich. Das ist ja getan. Och, Leute. Machst du jetzt einen schnellen Run dahin, ja? Ja, klar. Mit den letzten verbleibenden. Ey. Dafür habe ich jetzt fast zwei Folgen gewartet, damit du dich beim Endboss nicht mehr daran erinnerst, dass man sich heilen kann. Das hab ich echt noch. Jesus Christ. Das reicht nicht. Dem Moment, wo du es gesagt hast, also am Schluss, als ich es gemacht habe, weißt du, das Schlimme ist, jetzt langsam sinkt überhaupt bei mir die ganze Tragweite gerade rein. Guck mal, ist das der Spiegel, den wir freigeschaltet haben? Das gibt's nicht. Wir hätten ja wenigstens noch eine Bosszelle, oder willst du denn jetzt, du willst aber jetzt die Bosszelle, ne? Investiert. Ja, ich soll jetzt auf New Game Plus hart spielen. Ja, ich bin ja nicht gut genug offenkundig, sonst hätte ich den Bossgegner ja geschafft. Oh nein. Ja.
Ich, normalerweise würde ich sagen, ist ja nicht so schlimm, Fehler passieren, aber ich muss. Nee, das sagen, ist, glaube ich, wirklich. Ich muss dich da jetzt, das ist wie wenn du im WM-Finale den entscheidenden Elfmeter verschießt, da musst du jetzt selber durch. Da kann ich dir jetzt keine Absolution erteilen. Das ist erst recht, wenn der Trainer sagt, schieß unten links. Für mich ist es fast schon erst, ob du zur Halbzeit führst und vergisst dann pünktlich auf dem Spielfeld zu sein und aus irgendwelchen Statuten wirst du disqualifiziert vom Spiel. Ja. Und dann sagt er, ach so, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. So. Mhm. So fühlt es für mich an. Das ist ganz, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Weil du kennst mich, ich bin ja jemand, der eigentlich immer konservativ zurückzieht und heilt bei so Spielen. Aber es ich hab's einfach komplett vergessen. Als Außenstehender wirkte es tatsächlich so, als ob du arrogant? Naja, arrogant nicht, aber zumindest selbstsicher. Also gedacht hast, ich hau den hier so um und weil ich hab's ja dreimal gesagt, du hast dreimal auch gar nicht reagiert, da dachte ich schon so, okay, er hat hier einen Plan. Es wirkte so, als ob du genau weißt, was du tust. Und ich dachte so, okay, der nimmt dir aber ordentlich immer Energie weg. Warum das Risiko eingehen? Du hattest ihn ja schon zur Hälfte runter. Ich würde sogar sagen, ist so. War so. Ich wollte einfach mal mutig sein und die Rechnung ist nicht aufgegangen. Ich habe es einfach vergessen. Es wäre nicht passiert, wenn ich in der Bank nicht von dem Fleisch... Ja, ich weiß, hätte, wäre. Wer mir dann das Leben geklaut hat. Das hatte ich so aus dem Spiel geworfen. Nee, aber dann hätte ich wahrscheinlich dran, mich daran erinnert. Ach, scheiße, du kannst dich ja heilen. Obwohl du es 20 Mal gesagt hattest. Okay. Nächste Woche, du bist wieder dran. Vielleicht schaffen wir es mal. Ich meine, du bist Boss Zelle 1, langsam kommt der Spaß zurück. Ich hoffe, ja auch. Also, du wirst es überleben. Es tut weh. Ein, zwei ärger mich, werde mich dann Monate noch drüber und dann ja. Vorsicht. Das kannst du nicht, das wirst du nicht über. Du hast es überlebt. Okay. Ja, super. Was ist das für eine Musikrichtung? Das hier? Glamrock? Ach so, ich dumm Kopf. Gut durchgelackt. Symphony Metal. Es gibt einfach auch. Ja, das ist ja so Castlevania Sound. Ne? Ja so Castlevania Metal. Ja, kann man so sagen. Vania Metal. Kannst du mal ein bisschen weniger Metal spielen? Oh. Er kommt. Dann lädt er doch. Kann ich nicht mehr dafür feiern, als ich es gerade tue, es tut mir leid. Castlevania ist mehr. Kannst du dir auch mehr gesetzt. Manchmal ist Castlevania mehr. Gott, das ist aber die Tür geöffnet zu einer Welt, die wir nie betreten sollten. In dem Raum lebt Nils. Ja, exakt. Ach Mann, was ich hasse, ist Gegner, die aus dem Offscreen schießen. Wie Captain Pimmelbär und sein Feuerbällchen, echt. Captain Pimmelbär und sein Feuerbällchen. Maulsau, ey, was soll die Scheiße denn? Maulsau. Captain Pimmelbärchen, sein Feuerbällchen und die Maulsau. Ja, sicherlich, habe aus Versehen hier die Taste gedrückt und hab dich da wegteleportiert. Du bist schon hier beim. Ich bin beim Elite-Gegner. Beim Elite-Gegner. Guck's mir. Elite, guck weil mal hier, da hat's ja da. Der Kristall, siehst du den Kristall? Das ist das Problem, der Kristall. Du musst den Kristall musst du kaputt hauen. Nicht den Gegner, den Kristall. Ich sag es dir. Jetzt kannst du ihn hauen. Hier, guck mal da. Und vergiss nicht, ja, sicherlich, ist doch einfach. Ist vor dem Gegner habe ich all die Jahre Angst gehabt. Ist doch kein Problem hier da. Abwärtsschmetter, D4, Schaden durch Geschosse. Ja, sicherlich, nehmen wir, gell? Ja, weißt du, wie du klingst? So. Ja, wie jemand, der bei Switch einen Bayern imitiert. Ja, sicherlich. Das okay, ja. Ja, da geht's noch weiter, gell? Da drüben in der Burg. Ja. Also, ich mach das jetzt mal. Das war übrigens gerade meine RT-Waffe. Sollen wir mal sehen? Da kannst du runter auch, ne? Oh, hier, da kannst du noch den Boden, da kann man zerstören, gell? Ja, das ist schon nicht schlecht alles. Ja, freilich, der Boden da links, ne? Da kannst du den noch kaputt machen, ne? Oh, sicherlich, hier weiter runter. Ja, da, siehst du, hier da schwarz, gell? Ach, ein Malachit. Ich hatte mal Malachit. Aber der war shit. Kleiner Scherz, wie wir in Bayern sagen. Ja. Du rufst dich gerade in was ein, was nicht sein soll. Die Kommentare sollen das regulieren.
wäre ich darüber zu urteilen? Ja. Bei den Kindern will man natürlich möglichst wenig sich vorwerfen lassen. Und ich merke, dass ich da schon die Zügel vielleicht ein bisschen, ach, Arschgesicht, zu locker gelassen habe. Weil ich ja natürlich aus dem Metier bin, aber. Naja, gut. Und ich verstehe es halt, also es ist halt auch schwer, wenn meine Söhne irgendwie da reinkommen und sehen einfach ein 65 Flatscreen mit 17 Konsolen und 3000 Spielen. Ja. Und Papa macht das auch noch beruflich und sagt, Papa muss jetzt arbeiten, macht die Tür zu und zockt Final Fantasy. Ist natürlich ein bisschen schwierig auch für Kinder. Mein Vater war Gynäkologe, da habe ich nie gesagt, darf ich auch mal. Komm mal hier hin, du Arsch. Komm mal zu mir! So. So, ich hab den. Den Moment des. Zuhörens verpasst. Ja, ist mir das. Ich sagte, es hilft natürlich nicht, dass ich das auch beruflich mache. Egal. Ich habe irgendwie nur Gynäkologe und habe sofort vermutet, das ist ein gelungener Scherz. Nee, mein Vater ist Gynäkologe und ich habe daraus dann natürlich einen Scherz gemacht, dass ich niemals wissen wollte, was bei ihm so bei der Arbeit abgeht. Ist auch egal. Du hast wieder nicht zugehört. Doch! Tut mir leid, dass ich aber gerade. Nee, jetzt reicht's. Ich erzähle den jetzt nicht zum sechsten Mal. Doch, dass du nie wegen seiner Arbeit gefragt hast. Ja, aber also die Reaktion, das ist schon. Aber ich habe gerade mit dem Todestroll gekämpft. Naja. Da kannst du, also wenn du dann sagst, ich gebe dir mal eben meine IBAN durch. Nee, das. Also ich mache dir ein Stand-Up-Programm, während ich das Spiel spiele. Das ist ja keine Herausforderung hier, was du da machst. Doch, weil du auch sehr anspruchsvolle Witze machst. Nee, das ist mir ein ganz Kompliment. Jetzt versuchst du recht zu kriegen, indem du mir ein Kompliment machst. Das hat auch fast geklappt, das sage ich auch ganz ehrlich. Was nehme ich lieber, recht haben? Es ist so ein bisschen. Das macht man bei Kindern ja dann auch so. Ja, ich weiß, dass du schon. Du bist bestimmt schon so groß, dass du alleine die Zähne putzen kannst. Du meinst, nee, du bist doch noch viel zu klein. Ja, oder Reverse Psychology. Ja, das schaffst du bestimmt nicht, dir jetzt allein. Das glaube ich nicht, dass du das schon. Das schaffe ich. Ach, ja. Aber doch mal sehen. Weil die Geschichtsbücher einfach zu der Leistung. Du meinst die Bankgeschichte war das, ne? Ja, ja. Oh, Achtung, Falle. Ja, muss einmal gucken, Falle. Unten kannst du auch nicht lang. Stark. Ja. Ja, ich dachte auch, das geht da durch, aber geht gar nicht. Ich glaube, wenn die unten sind, kannst du sogar drüber laufen, ja. Ah, gemein. Mhm. Ja, dieses Blöde direkt vorne drauf, das ist ein bisschen. Oh, guckt ihn euch an! Ja, Speedrun! Ist das schon der Ausgang? Stark, Colin. War okay, ne? Das war gut, ich muss sagen, also Respekt. Das ich bin auch ein bisschen durchgelackt. Geil! Die Arschlecker von Designern, ohne Witz. Der war aber da, als wir reingegangen sind. Ja, bestimmt. Der hat das deswegen gespeichert. Vor Gericht hätten wir keine Chance mit der Klage, genau wie jetzt 900 hier. 900 Schaden machen. Wahnsinn. Gar nicht mehr. Das ist mir echt zu viel gerade. Diese Verkettung von Scheiße. Ich rede extra nicht mehr. Marco, mach doch! Hau doch zuerst! Ich hab doch! Ich muss. Unseriöse Fehleranalyse. Hau doch zuerst. Ja, weil du gewechselt hast und nicht gehauen. Stimmt es nicht? Das stimmt, aber warum habe ich. Damit ich nicht 18 Schläge brauche, sondern nur einen. Ja, aber du interruptest damit seinen Zauber. Ich interrupte hier gleich mal den Zauber. Die Magie dieses Let's Plays. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, unser Run wurde gelöscht. Die gute Nachricht ist, es ist ein Spiel, bei dem ja einkalkuliert wird, dass man einen neuen Run startet. So. Oder? Also besser hätte man es nicht verkauft. Man muss eigentlich das Positive sehen. Absolut. Mal gucken. Siehst du überhaupt noch was? Ich sehe noch was. Herzlich willkommen bei Dead Cells Return to Castlevania. Ja, wie du es gesagt hast, ein bisschen ärgerlich, aber es kann auch eine Chance sein, es besser zu machen. Du weißt, es gibt ein Anti-Vermummungsgesetz in Deutschland. Ja, dann setz doch die Brille ab. Nee, kannst das jetzt nicht umdrehen. Also, das ist ja nun wirklich. Nee, kannst jetzt nicht Spiegel sagen. Also, ich sag's ja nochmal, in diesem Jahr. Doch. Ich habe gerade kurz, welchen Monat wir haben, wie viel Frist mir noch bleibt. In diesem Jahr wird es bei mir frisurtechnische Veränderungen geben. Eine komplette Veränderung?
Ja, also ich bin, ja, was ist komplett? Es muss jetzt nicht gleich so richtig Tatschlag Blitz? Sein. Doch, nee, richtig, mich, Alter, ja, mach das mal. Mir aber nicht. Doch, nein. Doch, 100%. Für sowas brauchst du eine richtige, du brauchst dann 100%. Nee, 100%. Nee, ist ja auch so der Abbruch. Nein, richtig kurz. Vollhorst. Richtig kurz, es wird, du wirst männlich aussehen. Du wirst auch, ich schwör's nein, dir. Nein, das passt nicht zu mir. Das ja, das passt nicht zu dir, weil du es jetzt 30 Jahre oder 40 Jahre nicht gewöhnt bist. Nee, ich hab dafür nicht das Gesicht. Doch, doch. Du hast auch super markantes Gesicht. Ja, aber das ist auch alles so, das ist ja, dann wird's ja noch schwammiger alles, weißt du? Was, der Schwamm ist ja schon angelegt. Nee. Es gibt ja Leute mit feinen Zügen. Nee. Und bei denen sieht dann gerne mal so ein Karge schaut richtig cool aus. Bei dir sieht es cool aus. Bei dir sieht das aus, als ob du gerade aus der Navy zurückkommst, um deine Geliebte in die Arme zu nehmen. Als ob du gerade so einen Einsatz am Bosporus hattest. Ich verstehe, was du versuchst zu tun, aber Jake Gyllenhaal. Ich bin in Jarhead. Meinst du? Ja. Also ich bin ready. Aber ich habe noch ein paar Monate Zeit. Aber lass mich mitkommen zum Friseur. Lass mich einmal. Nee, leg deinen Style in meine Hände. Ja, genau. Nein. So, wir spielen jetzt und das Thema wird uns potenziell loslassen. Das ist generell hier ein Problem. Übrigens auch bei den anderen Jungs jetzt? Und so generell, dass sie style-resistent sind. Nee, style-resistent sind. Da habt ihr die Chance, mit so einem Style-Boy-Wonder wie mir zusammen befreundet zu sein. Und dann macht ihr nichts draus. Das müsst ihr euch vorbereiten. Glaubt ihr, so weiß ich nicht, so Supermodels, die haben dann auch Style-Berater und die hören dann nicht auf die. Das wäre doch bescheuert. Das stimmt. Aber ich verstehe den Vergleich nicht ganz. Nö, weil warum überlegst du die Antwort gut, ne? Es gibt einfach ein paar Waffen, die einfach keinen Spaß machen. Es ist einfach so. Wir hatten das schon, das schwere Schwert da. Ey, meinst du, Schwert kommt von schwer? Und Axt vom Ast? Vom Axel. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ich denke, so ist es. Oh, was ist denn das? Marias Katze. Irgendwie habe ich fast Bock, ein bisschen auf Rot zu gehen, weißt du? Alles schreit. Mach das doch mal. Guck mal, also, Katze herbei. Ja, komm, statt Polio-Power, nur zu ähnlich. Gegen Bewegungs... Ja, das ist leider richtig. Oder noch mal einmal kurz gucken. Weil die... Ja, sorry, Brandgranate ist auch geil. Dann hast du wieder so einen Brandteppich. Aber du willst auch Marias Katze sehen, ne? Weil 100% gegen ein mit brennendem Öl überzogenes Dings, das macht ja doch keine von meinen Waffen gerade, oder? Habe ich irgendwas, was mit Öl? Nein. Kann man ja ändern. Kann man ja anpassen. Na komm, probieren wir einfach mal. Wollen wir probieren? Ja. So, pass auf. Hä? Und der Maschine hat den da unten ganz schön gut angekratzt. Ich wollte die. Ja, super. Top. Hat sich ja voll gelohnt, die Scheißkatze einzusetzen. Mann, willst du mal einmal was ausprobieren? Boah, Gott! Mann! So was Bescheuertes! Mann! Wirklich beim Standard-Ding, weil ich die dämliche Katze, die du mir aufgequatscht hast. Ja, ich bin schon. Ja, natürlich, du wolltest doch. Nimm die Katze, Katze, super. Mich, das ist ein Mistvieh. Jetzt habe ich mein Bonusleben verkackt. Ey, wirklich. Tricked into Bullshit. Lecko, Fantenauten, ey. Ach, Scheiße, ist doch wirklich wahr. Jetzt habe ich da echt mein. Also. Ja, komm halt. Lila genommen. Oh Gott. So, zweiter Schlüssel. Dämliche Katze. Ja, dann geh doch nach links und mach die Tür auf. Nee, erst wenn ich alle Schlüssel habe. Lohnt sich doch nicht. Verkaufe ich direkt jetzt. Katze hat mich schon tot gebracht. Fang ich jetzt nicht an. Katze kann nichts dafür. Doch! Nein. Weil sie einfach von meinem Schulter runtergesprungen ist. Hier, das wollte ich machen. Mich doch am Arsch. Ne, die Katze kann nichts dafür. Du hast mich schlecht im Tierladen, hast du mir gesagt, Katze passt. Nee. Und wie jetzt Katze, wenn ich da. Guck dir das doch an, da kann ja auch nichts dafür, dass du hier spielst wie so ein Willi, ey. Wirklich. Nimm die Katze, höre ich ihn noch sagen. Und wehe, du nimmst, wenn du gleich dran bist, du nimmst nicht die Katze. Ich weiß ja jetzt, dass sie scheiße ist. Das wussten wir ja vorher nicht. Ich werde dich so in die Katze reinquatschen.
Wirklich? Yundix Gundyr ist weg. Jetzt nimm doch mal grün. Ja, ausnahmsweise, ja. Nur um einmal den Lebenszuwachs. Ja, du so wie der Run ist eh angezählt. So. Nee, ich habe keine Kohle für die Scheiße. Ja, weil, weil ich eine Katze gekauft habe. Und den Seelenschneider, den du genau nie benutzt. Ja, hätte ich mal lieber. Hätte ich mir zwei Seelenschneider gekauft. Oder acht. Einfach so. Ist ja egal, was du nicht benutzt. So, hier, guck mal. Oh, oh, oh. Ich habe auch keinen Bock mehr jetzt. Das ist nämlich angezählt, der Run. Ja, dann gib's Pet her. Nee. Will schon noch sterben. Das ist nämlich das hier. Hi, guck mal hier, wütender Colin spielt plötzlich. Ich würde das untere, glaube ich, behalten. Giftwolke und plus 1 auf Rot ist, glaube ich, höher einzuordnen als minus 5% erlittener Schaden. Ja, aber der Bonus hier, Schaden, den du einsteckst, wird dem Gegner zugefügt. Okay, das ist guter. Das ist natürlich sowas, was unter Umständen dann so, du denkst. Finde ich gut. Na, nimm das. Du hast mich überzeugt. Ich bin ja absolut anfällig für Argumente. Ich weiß. Eine deiner, also wie Arno sagen würde, eine deiner zahlreichen Stärken. Das hat Arno gesagt. So. Da bist du overpowered gleich hier. Das wird der Run. Genauso haben wir damals. Selbst mit deinem Skill kannst du den nicht kaputt machen. Doch, doch, du weißt doch, wie es ist. Wir wissen beide, wie es ist. Du wirst es schaffen. Nee, was machst du denn? Geh weg! Oh Mann. Ja, ich dachte, ich kann da doch durchrollen. Warum machst du denn das? No! Warte, war doch eine Fleischpeitsche. Manno! Ja, aber du weißt doch, was ich machen wollte. Das hast du doch gesehen. Ich bin da eher oben dran hängen geblieben. Das wäre dir genau so passiert. Nee. Doch. Nein. Doch. Ich hab schon bei der. Als die Bombe da lag, habe ich schon gedacht, warum rollt er nicht weg? Springt er nochmal da hoch. Den Sprung, den er davor nicht geschafft hat. Dann. Können wir zumindest eine zweite Bosszelle noch holen? Wenn schon nicht Dracula. Na, hör auf. Krieg sofort so einen Schub von Druck. In dem Moment, wo du das sagst, wir können wenigstens eine zweite Bosszelle. Wir wissen beide, dass wir als sie nicht holen. Moderator ist man noch Druck gewohnt. Du musst abliefern, du musst funktionieren. Millionen Menschen gucken mir zu bei deinem Job. Ja. Du kannst es dir nicht erlauben, Schwäche zu zeigen oder zu versagen. Du musst einfach abliefern. Wenn du nicht weg vom Fenster. Einmal versagen. Du kannst es nicht verbergen. Die riechen deine Angst. Du sitzt nicht in deinem. Nein. Du sitzt nicht irgendwie in deinem Cubicle und kannst da vor dich hinarbeiten. Die Leute gucken, was du machst. Die kommentieren das, die sehen das, die hängen das an die große Glocke, die machen das öffentlich. Du bist öffentlich. Du bist eine Figur der Öffentlichkeit, Colin. Die machen dich groß. Der Druck ist Teil deines Jobs. Hör auf zu jammern. Du hast es dir so ausgesucht. Okay, ja. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Das war einer der schönsten. Aber war es nicht beim letzten Mal so, einmal in einer Folge, es gab doch mal eine Folge, wo du vergessen hast, beim Boss zu heilen. Weißt du noch? Nee. Nee? Doch, was total absurd war, deswegen wird das auch nicht. Du weißt doch, ich erinnere mich nicht an Sachen aus der Vorwoche. Ja, ist auch schon noch länger her, das ist doch auch recht. Ja, aber alles, was auch. Ja, ja. Wenn ich mich konzentriere, kann ich mich an gestern erinnern. Mann, haut er mir noch ein Abschiedsgeschenk rein? Wichsgesichtigen Arschmarder, echt. Leckbärchen. Oh, ich bin Geschichtensack! Wieso machen sie mich so fertig? Wieso ist hier kein Wurstgeschäft? Ist das eine Scheiße, ey. Das ist nicht. Nee. Es ist nicht, ja, es liegt. Sicherlich kann man es besser spielen. Aber glaub mir, mein Lieber, das ist hier schon ein anderer Schnack mit diesen Gegnern. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass diese Backseat-Gamer hat, weiß es, ne? Also, das. Es ist natürlich einfach zu kritisieren. Das ist sehr einfach zu kritisieren, das stimmt. Aber. Das heißt ja nicht, dass es falsch ist, was man sagt. Ich mag deine Ansichten. Lange hat es gedauert, es wird wieder gemauert. In Dead Cells Castlevania sind wir am Star, wir spielen wie ein Star. Mit dabei ist Etienne Gardet, der gestern noch in New York war.
Ich habe übrigens noch nie einen Kommentar zum Fratzengeballer, glaube ich. Guck mal, die macht 1000 mehr Schaden tatsächlich als meine Waffe. Fast. Siehst du das? Die Grillpfanne. Ja. Aber ich meine, die anderen, die Kometen gingen natürlich auch auf andere Gegner, ne? Die haben es ja nicht nur Homing, den du gerade anguckst. Ich nehme die Bratpfanne. Nenn mich verrückt, aber die haut richtig rein. Das ist so, wirklich, das ist so wie beim Zong. Wollen Sie durchs Tor oder nehmen Sie die Bratpfanne? Nee, ich nehme die Bratpfanne. Ich nehme den Zong. Ich wollte schon immer so einen Zong haben. Das ist eine schöne Erinnerung an die Show. Bratpfanne. Aber Sie haben schon das Konzept. Ja, lass mich doch mal machen, Herr Dräger. Herr Dräger, ich bin nur hier für den Zong. Ganz ehrlich, geben Sie das Auto da der Gabi, ich will den Zong. Ja, wir haben ein Problem, ist die Sendung gleich vorbei, wenn Sie jetzt wirklich den Zong. Wir haben keine Ahnung. Machen eine kleine Werbung und dann schauen wir, wird unser Kandidat heute wirklich den Zong nehmen oder das Glücksrad nochmal drehen. Bis gleich. Das war mit diesen Piraten und den Kanonenkugeln. Ja, die kennen wir zumindest. Oh, da hast du mir schon, Ich mag die auch nicht. Ich weiß. Und das hast du hast mich aber spüren lassen, dass sie eigentlich easy peasy sind. Ja. Ich bin wie ein sehr schlechter Spieler mit ihnen. Ja, muss ich sagen, das ist meine Erinnerung. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Das ist ja auch alles ein bisschen Show. Du kennst mich ja auch privat. Du weißt ja, was für ein lieber, empathischer, sympathischer, süßer Boy ich bin. Aber das ist ja nicht unterhaltsam. Ja, das ist ja der Mann fürs Leben. Ärger. Oder zwei sogar. Ja, die gehen hoch und runter, genau. Oh, bitte heil dich, sonst Schluss. Glaube ich jetzt nicht mehr, dass das so schnell ging. Ich habe gerade echt gedacht, so fühlt sich Sterben an, wenn es passiert. Das war wie ein Autounfall. Ja, ja, dass du denkst, aber... Es ging so schnell und vorbei. Ohne, so kompromisslos vorbei. Du stehst wieder im ersten Level. Ich hab überhaupt nicht ansatzweise damit gerechnet. Ich bin ja noch weggesprungen und er hat mich noch erwischt. Und ich habe auch gedacht, was soll denn da passieren? Der wird sich jetzt gleich... Der hat 2500 Schaden gemacht, glaube ich. Und? Oh, es war so ein geiles Bild. Ja, du warst vor allem, glaube ich, der Level war fast durch. Mhm. Da war noch ein Pergament. Ein Pergament. Okay. Ja, okay, das tut weh. Da müssen wir. Scheiße. Das tut mir leid. Was soll ich sagen? Ja, ist zu Recht, aber kann man ja nicht ändern. Da unten mach bitte noch die Glyphe auf, wenn du kannst. Glyphe, ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt fast mit dem Ding, wo ich gesagt habe, heil dich, und du hast es einfach nicht gemacht. Weil du auch zu Recht sagst, ich nehme keine Befehle an. Ja, ich glaube, du hast gesagt, lad dich auf. Ja, aber ja, du meinst das gleich. Ist ja gut, umgangssprachlich. Ja, okay, das ist schon bitter. Aber wir wissen jetzt, wie wir hinkommen. Und ich möchte sagen, dass der Weg dahin... Das Ziel ist. No offense, es gibt schwerere Wege durch das Spiel. Du hast trotzdem exzellent gespielt. Aber das bedeutet ja, in der nächsten Folge sehen wir den Colin Run. Scheiß auf mich jetzt immer. Und wir sehen dann wahrscheinlich endlich Dracula im Endbosskampf besiegt von keinem Geringeren als dem Moderator von Messerlöffel Gäbel, Colin Gäbel. Nehme ich das mal als Ansporn, ne? In dem Sinne, habt eine gute Zeit und weint mit uns. Entschuldigung. Wenig, auch wenn die Sendung ist vorbei. Nun, nachdem der letzte Run in Dead Cells tragisch zu Ende gegangen ist, sehen wir jetzt wieder das vielleicht größte Talent der Welt kommentieren, während Colin spielt. Dead Cells jetzt. Hat mir gut gefallen, wie du noch einen schönen Gag reingebracht hast. Ansonsten habe ich mir gedacht, das ist wieder diese typische, das ist so deine Coaching-Strategie. Wenn ich gewinne, kannst du sagen, ja, siehst du, wusste ich doch, habe ich doch gesagt. Wenn ich nicht gewinne, kannst du sagen, ja, war doch nur Spaß. So wie Häme, ironisch gemeint. Ja, aber praktisch. Ich kann bei dir ja auch nicht gewinnen. Egal, was ich mache, wie ich es mache. Du interpretierst immer was Negatives rein. Nein, das stimmt nicht. Wenn du es richtig machst, ist ein ernsthaftes Wohlwollen, Respekt und danke meinerseits vorprogrammiert. Also ich habe aber absolutes Interesse, dass du heute gewinnst. Habe ich auch, ehrlich gesagt. Einfach nur, weil man schämt sich ja auch so ein bisschen, ne? Also ein bisschen. Ben, aber ich stand gerade auf dem Balkon, habe eine Banane gegessen, da kam Ben und meinte, na, ihr Dead Cells Spackos, wie viele Bosszellen habt ihr denn? Bei welchem Bosszellen-Run seid ihr? Da habe ich gesagt, 1. Da hat er beschämt zum Boden geguckt und sich bestätigt gefühlt. Also selbst intern hier bei Rocket Beans gelten wir schon als Lachnummer, Colin. Die Gegner wissen genau, was meine Schwäche ist. Kämpfen? Es gibt kaum welche. Aber
Du weißt genau, wenn du den Satz beginnst, der ist sehr geeignet für eine Vorlage. Hast nichts versäumt. Bin fast oben. Musst du kurz sicher gehen, dass alles nach Plan verläuft. Ja, du meinst deine heutigen Börsentransaktionen, das ja auch durchgeführt wird. Ja, du lachst, aber der DAX ist unberechenbar. Ja, ich war neulich im Zoo bei der Fütterung. Das war echt... Bei der DAX-Fütterung. Ne? Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, gut, dass du so einen Witz machst, den wahrscheinlich noch nie jemand gemacht hat. Ja, weil das mit dem Unberechenbar war das natürlich schon schön. Natürlich, ne? Also das war jetzt schon eine Variante von einem naheliegenden Gag. Das muss man mal sagen. Dass du auch gar keinen Anspruch mehr an dich selbst hast. Das ist eigentlich dass du das komplett aufgegeben hast. Ach, was soll ich mir noch Mühe geben bei Witzen? Ich glaube, es ist analog mit unserer Let's Play-Karriere, unserer gemeinsamen. Ja. Und was war's letztendlich? Was, was war ausschlaggebend? Das muss hinter die Geschichtsschreibung entscheiden. Okay, Leute, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir sagen euch gleich, was es ist. Okay, also, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an die letzte Folge, wo wir gesagt haben, krasser Cliffhanger. Ich hatte mich auch exakt, deswegen habe ich gerade so erstaunt geguckt beim Cold Opener. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Genau das wollte ich sagen. Ja. Und ich dachte, du machst jetzt den klassischen Gag, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Jetzt gibt's eine neue Folge der Cells, die schlechte mit uns beiden. Es gibt wirklich, ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, wo wir gesagt haben, guter Cliffhanger, wir sind direkt hier vor Dracula und jetzt geht's ab. Nun, Folgendes ist passiert, Steam war nicht online. Wir haben Dead Cells gestartet und deshalb hat er den Spielstand nicht aus der Cloud geladen. Das ist uns aber nicht aufgefallen. Wir haben natürlich wie immer Start gedrückt und er hat ein neues Spiel angefangen. Dann haben wir gemerkt, Moment, das ist ja gar nicht der letzte Spielstand. Geh mal wieder in Steam. Dann haben wir gesehen, Steam ist offline. Dann haben wir Steam online gemacht. Und dann hat er in der Sekunde hat er dann den eben neu angefangenen Spielstand in die Cloud hochgeladen und den alten Spielstand ersetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen von vorne anfangen. Ich spamme jetzt sechs Stück. Sechs Stück, ja. Du hast gerade keine. Ich wusste es! Ich wusste es! Ich hab's gesagt! Ich wusste es! Wie schlecht du heute bist! Ja. Ich hab jetzt. Du hast Metro. Schon. Oh Mann, ey! Ich kenne meinen Kopf. Du hast aber auch ein bisschen gejinkt. Nee, ich kenne dich einfach lang genug. Ich kann's genau einschätzen. Du hast nicht das Fokushose nicht an. Also du hast nicht das Gefühl, dass ein Sieger neben dir sitzt gerade. Stimmt? Überhaupt nicht. 1+, nee. Nee, was war das denn? 1+! Ja, aber ich wollte doch die Dings hier. Das war doch eine andere Waffe. Das war die gleichen, die du hast, nur in besser. Es ist zu spät. Mann! Aber ich bin schon wieder wegen der Fahrprüfung gerade, neben dem Fahrlehrer, wo man weiß, na, willkommen zur Prüfung. Wir wissen ja beide, dass das nichts wird. Nee, ich bin einfach der Fahrlehrer, der motzt, weil du einen Unfall gebaut hast. Mit seinem neuen Fahrauto. Ja. Auch nicht ganz unfall. Heute, Herr Gäbel, haben wir extra den ganz neuen Opel. Ja. Das ist unser neuestes Stück hier im ganz was Feines Fuhrwerk. Herr Gäbel, Sie sind der Erste, der oben. Der erste Schüler, der heute damit fahren darf. Aber also, kein Druck. Ja, kein Druck, aber seien Sie ein bisschen vorsichtig. Ja, kein Problem, Chef. Psch, 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 psch. Pass mal auf, ich kaufe sie ja erst, wenn ich sie kaufe. Siehst, hast du das gesehen? Jetzt mach den einfach platt, Mann. Boah, ich Fickobär. Kämpfen, nicht labern. Das gibt es doch nicht. Das ist genau der gleiche Scheiß gewesen. Jammer doch nicht so viel. Mann, ey. Das regt mich tierisch auf, dass es zweimal passiert ist. Ich wollte mich nur mal reinlunzen. Ich wollte das Ding in die Hand nehmen und mir die Verpackung angucken. Und dann kaufst du es, weil wieder dieser Zufallsgegner, wenn du zum Mann, Fickbär. Du hast aber auch ein Talent. Ja, aber wie kommen die denn? Jetzt mal ganz ehrlich, die kommen plötzlich. Da sind doch immer Gegner. Ja, jetzt sind sie da. Die sind die ganze Zeit da. Du musst erst mal clearen, bevor du stehen bleibst und überlegst. Das weißt du doch langsam bei dem Spiel. Du kannst nicht einfach immer mal eine Pause einlegen. Ich raste gleich aus, Jesus Christ. Ich spiel es genauso wie du das letzte Mal, als ich dachte, du willst sterben. Ja, kill einfach. Das Spiel ist nicht für langsam zocken gemacht. Das stimmt. Und deswegen ist es auch nicht mein Spiel. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich hier überhaupt spielen muss. Für mich war Hades. Das war ja, langsam das war, und gediegen. Das war langsam und gediegen. Das war auch nicht langsam und gediegen. Doch, das war langsam und gediegen. Das entsprach meinem. Was ist das?
Gott, Mann. Also ist ja doch alles gut. Nee, es ist beschissen, ist es. Ich habe auch keine Lust mehr auf die Serenade. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Was kann ich Gutes tun? Du kannst gerade nichts Gutes tun. Ich habe dir sogar einen Kaffee heute mitgebracht. Ja, und ich weiß überhaupt nicht, was ich noch tun kann, damit du dich ein bisschen besser fühlst heute. Nichts. Ja. Also, ja. Ja, aber die Sachen, wo ich auch bereit bin. Ja, das, okay, dann nein. Da bin ich noch nicht bereit für. Also wenn du so fragst und es wirklich ernst. So, Draculas Schloss. Ist das unser Cliffhanger? Das ist unser Cliffhanger. Denn genau da haben wir in der letzten Folge auch gestanden. Und dann ihr werdet niemals Draculas Schloss sehen. Gut, also dann war's das. Viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und lasst ein Abo da. Es kommt jetzt alles ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Eigentlich will ich nur sagen, tschüss. Herzlich willkommen zurück bei... Wer ist das Spiel? Ich hab schon wieder vergessen. Warte. Das ist ein digitales Spiel, ich habe keine Ahnung, wir haben kein Cover. Saddles. Saddles, Metroid Alarm. Metroidvania. Ja, Leute, besser wird's nicht, ne? Was sollen wir machen? Es ist zu lange her, es ist heiß. Wir sitzen aber zum ersten Mal zusammen zumindest im neuen Let's Play Studio hier. Ja. Sehr schön. Und wir haben uns was vorgenommen. Heute soll der letzte Teil sein von Dead Cells. Das ist richtig. Und das liegt an mir, oder was? Das liegt an dir. Du behauptest eisenfest, dass das mein Playthrough ist. Ja, also sagen wir ehrlich, wir hätten natürlich die Zeit nutzen können, im letzten Video nachzuschauen. Haben wir nicht getan. Der hat Gründen, ja. Weil wir uns mit anderen Dingen, mit auch wichtigen Dingen, das könnt ihr glauben, beschäftigen hat. Deswegen, du bist dran. Roll, jetzt nicht gierig werden, du schaffst es. Wer hat gewonnen? Du hast gewonnen. Oh. Auf des Messers Schneide. Eieiei. Hammer. Hat sich doch gelohnt. Hat sich gelohnt. Ah, ja, okay. Hey, Hammer. Das war doch jetzt richtig geil. Ich dachte, ich bin tot. Deshalb war ich gerade so ein bisschen... Ich war nicht sicher. Wir haben eine Bosszelle. Ja. Das hatten wir noch nie. Du könntest das Leben noch schwerer machen. Ist doch gut. Was ist das? Wiederverwertungsröhren. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Irgendwas super Geiles wahrscheinlich jetzt. Wiederverwertungsröhren. Hammer, ey. Das war ja sehr richtig gut. Aber knapp, ne? Ja, es war super knapp. Ein Treffer. Ich habe auch gedacht, Alter, bitte jetzt nicht einmal noch. Aber ja, du hast reingezimmert. Ich dachte jetzt entweder ich knall den jetzt um oder er knallt mich um. Weil ich hatte jetzt auch nicht mehr den Nerv nochmal, weil da hätte mich jetzt überall irgendwas treffen können. Also ich hatte jetzt gedacht, entweder das reicht jetzt oder nicht. Ja, ey, das war super. Okay. Ich war sehr, sehr gut. Colin, du musst mal ein bisschen schneller spielen. Oh Gott, ich wusste es. Ja, das kommt vom schneller spielen. Aber ich meine, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste, du hast ja auch nicht ewig Zeit. Das ist ja alles leider. Ja, da haben wir alle unser persönliches Zeitlimit. Ja. Ich werde das aber ändern. Ich habe das Gefühl, ich könnte die Ausnahme der Evolution sein. Also derjenige, der. Ich glaube, auch durch deinen Lebenswandel in frühen Jahren. Den Gesunden meinst du? Den Rocker. Colin, da würde ich sagen, ist der Timer auch eher nicht. Das ist schön, ne? Ja, immer wieder Stinkefinger. Das war's wieder mal mit Dead Cells. Boah. Es bleibt spannend. Wir haben es wieder nicht geschafft. Aber wir haben es einmal durchgespielt. Du hast durchgespielt, zweite Bosszelle am Start. Zweite Bosszelle am Start, also ein bisschen Progress gab's. Werden wir das nächste Mal, wird Colin das nächste Mal Dracula legen? Das erfahrt ihr, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss. Herzlich willkommen zurück bei, wie heißt das Spiel? Dead Cells, ganz genau. Und nachdem letzte Folge nicht alles nach Plan lief, sagen wir es mal so, und da haben wir beide gleichermaßen Schuld dran gehabt, ja, bist du jetzt dran in deinem Run. Zwei Bosszellen, das war eine dumme Idee. Ja. Und wirst es jetzt durchspielen, damit wir endlich zum nächsten Spiel übergehen können. Aha. Dann versuch mal, du hast ja eigentlich einen ganz guten Bild, glaube ich. Bild dir das ruhig ein. Jetzt gib ihm! Jetzt! Colin, was ist denn los? Jetzt kill ihn doch endlich! Ich komm nicht. Alter, kannst du mal nicht so viel bewegen, du Arsch! Ach, der ist ja auch Level 2. Saug dich doch an den Rand! Ja, freu ich doch die ganze Zeit! Der saugt dich nicht auf jede Distanz! Alter! Oh, Jesus. Oh, mein Finger! Der saugt sich ja erst in so einem Nahbereich, der sich ja die ganze Zeit bewegt. Aber klar, dass der Level 2 ein paar mehr Tricks auf Lager hat oder ein bisschen... Alter! Mein Finger! Die Säkularisierung... des Charakters, ja, das Wichtige. Ja, scheiß auf die Bibel. Es sind eh alles Märchen da drin. Märchengeschichten, die damals als Metaphern erzählt wurden,
weil keiner damals gedacht hätte, dass das stimmt doch nicht. 4000 oder 3000 Jahre später die Leute immer noch diese Scheißgeschichten erzählen, die sich irgendeiner besoffen von irgendeinem selbstgezapften Wein. Ich weiß genau, was du meinst. Das Gefühl, Petrus, wie war das denn jetzt eigentlich? Lukas. Geh doch mal in das Dorf und erzähl denen irgendwas. Ich hatte den Auftrag, einen moralischen Regelkodex für die Seuchenzeit zu entwickeln. Und das, ich habe da nie damit gerechnet, dass also wirklich, dass da jetzt noch Leute sagen, nimm ich beim Wort, steinige erst deine Frau, deinen Nachbarn und dann reißt du beide Augen aus. Das war damals temporäre Notwendigkeit. Sagt dir niemand. Ich steige in meine Zeitmaschine, fliegt 3000 Jahre in die Zukunft. Du glaubst nicht, dass die immer noch den gleichen Scheiß da machen, den ich mir damals nicht gedacht habe. Das wäre geil. Ey, Matthäus, ich muss dir was sagen. Ich habe bei dir auch geguckt. Wirklich, es ist genauso. Die sind so dumm. Die glauben das tatsächlich. Und was sagen die zu Jesus? Die glauben, dass der richtig zaubern konnte und so. Jesus? Zaubern? Der bei uns die Tische repariert hat. Ich brauche Licht. Da ist es. Oh, da wird es nämlich gerade. Okay. Den haben wir doch ans Kreuz genagelt, weil der uns betrogen hat. Der hat uns doch 100 Tische verkauft, die alle eingebrochen sind. Da haben wir ihn ans Kreuz genagelt als Strafe. Ja, aber die denken, wir haben ihn ans Kreuz genagelt, weil er sich opfert für alle und so. Ich hab dir gesagt, wir sollten ihm auch noch den Mund mit Wachs ausgießen. So, aber ihr wollt ihn ja am Kreuz lassen und labern lassen. Ach ja, das ist schon... Er schuldet mir immer noch 300 Goldmünzen für meine Tische. Ach, danke. Jetzt so gerne mal eine Zeitmaschine, wirklich. Vor allen Dingen, man unterschätzt ja auch, glaube ich, wie dumm die Menschen damals waren. Also dumm im Sinne von ungebildet und unwissend. Man kann ja nur mit dem arbeiten wie in jeder Generation, ne? Was man so hat. Ja, aber damals hatten ja außer der Sonne nichts. Ja, komm, der Rest ist verkauft für nichts. Aber der Pfennig macht die Mark, wie man so schön sagt, ne? Lippenbühlen. Ja, also... Auch heute noch übrigens. So. Genau genommen brauchst du 100 Pfennig für eine Mark. Ja. Also ein Pfennig alleine ist halt noch keine Mark. Da hast du natürlich recht. Du brauchst schon sehr viele Pfennige für eine Mark. Boah, du bist aber auch, wenn du, also wirklich... Ja, ich sag's nur. 1056, do it. Kaufen oder kaputt hauen? Ich würde es kaufen, hast du genug Geld. Ja gut, wie viel sind es? 10? 20? Wie viele muss man töten? Weiß ich nicht. Aber mehr als in diesem Level wahrscheinlich noch sind. Oh, cool. Oh. Davon war nicht auszugehen. Das ist wirklich genau die gleiche. Exakt. Okay, wir kriegen zumindest 380 zurück. Ja, da hat uns das Spiel getroffen. Ja. Ich weiß, du gibst mir nicht gerne recht. Vor allen Dingen, weil es ja auch so oft passiert. Dass ich dir nicht gerne recht gebe? Ja. Das stimmt. Sagt es, aber was sagt das jetzt aus über den Wahrheitsgehalt deiner Aussage? Genau, erstmal nichts. Erstmal sagt das was über deine Einstellung. Dann bin ich beruhigt. Das den Eindruck, ich dachte nämlich auch gerade, ja, das klingt wieder nach einer Falle für mich. Ja, aber du kannst doch gleich den Modifikator ändern. Da hast du natürlich recht, weil regeneriert ein Put, das ist, oh, da habe ich nicht das Kleingedruckte gelesen. Das ja, aber das kannst du jetzt gleich ändern. Stimmt. Du hast recht. Ja. Ich wollte nur sagen, es kostet Geld, aber dieses immer, ich verstehe das. Was du mir ja im Prinzip vorwirfst, ist die Tatsache, dass ich auch meistens recht habe, aber immer mit dem Kleingedruckten. So dieses 90% sind geil, warum weist du erst auf die 10% hin? Wie, das kostet jetzt Geld, anstatt zu sagen, ey, 90%, du hast recht. Warum nicht einfach stehen lassen? Ja. Warum muss man immer noch so eine Kleinigkeit... Und hast du dich das mal gefragt? Ja. Ich meine, oftmals sind es so natürlich die Zauderer und Zögerer, die sagen, die letzten 10%. Das ist die Angst vom Kontrollverlust, Angst, würde ich sagen. Oh, das ist... Du willst noch 10% die Hand am Lenker haben, nur für den Fall. Die hast du ja überhaupt nicht drauf, die Typen. Eben hat er mich aber nicht getroffen. Die letzten drei haben dich getroffen. Echt? Ja. Ach so, deine Energie. Ja, aber ich regenerate ja auch hier, ne? Ja, du hast jetzt drei Treffer von diesen Lanzentypen gekriegt. Das geht nicht. Das ist Markus Lanz. Ja, der war noch nicht ausgereift. Weil eigentlich hätte jetzt ein guter Nachsatz kommen müssen. Oder vorne. Natürlich waren die mir überlegen, weil... Die unterbrechen mich immer wie Markus Lanz. So. Ja. Ja. Ja, aber kam halt nicht. Ja. Aber warum hast du mir denn nicht ausgeholfen? Es ging, du hast ja schon so schnell den verbraten. Ja, das stimmt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand
weil eine Nachpointe ist echt schlimm. Mhm. Wenn du selber weißt, ich habe einen guten, aber nee, jetzt hat er sich wieder vorgedrängelt in der Witzeschlange. Zum Kotzen. Da hoch. Ja, einmal kurz gucken. Da komm her. Ja, da kommt. Stimmt. Hä? Warum bist du so schlau heute? Nee. Ich würde das Feld von der anderen Seite aufrollen. Ich bin heute nicht schlau. Nee. Meine, Achtung! Ah! Lanzenboy! Markus Lanz, Johnny Boy. Lanzomann, da wirklich noch steht und. Mhm. Kann ich nicht zu dem. Dahin. Wunderbar. Wunderbar. Das habe ich auch noch nie gesagt. Völlig übertriebenes Lob gerade. Wunderbar. Es ist toll gemacht, den richtigen Teleporter benutzt. Bin mir in dem Moment auch bewusst. Ist Oppenheimer gesehen? Nee, noch nicht. Altenheimer habe ich letztens gesehen. Wetten der Witz schafft es nicht ins Best-of. Obwohl, da wird mittlerweile auch mit Verzweiflung operiert. Also nur wenn Mara komplett verzweifelt ist, kommt, wenn sie merkt, so, okay, ich muss jetzt 20 Minuten füllen und ich habe nichts, dann kommt er vielleicht rein, aber. Ja. Und wenn er ist vorgeschlagen ist, Florentin im Urlaub dann vielleicht, aber. Er ist tatsächlich im Urlaub. Das erhöht alle unsere Chance. Vielleicht sollte ich auch noch schnell irgendwas. Kennst du? Oh, du kleines Eulenkind. Ich finde gut, dass du dir Zeit lässt. So einen Boss muss man auch mal genießen. Ich weiß, du liebst diese kleinen. Nein. Spitzen. Ich weiß, dass du sie nur aus Prinzip bringst. Weil du genau weißt, dass das alles sehr routinierter gerade abwickelt und es auch nicht viel schneller gehen würde. Aber trotzdem, natürlich. Kurz zucke ich. Ja, ich ärgere mich, wenn du nicht heilst, weil du hast eine volle Fiole und es gibt keinen Grund, sich nicht zu heilen, aber du magst diesen Nervenkitzel. Das ist ja, das, schon ein bisschen. Dieses Rockstar-Game. Nee, das ist wie bei Resident Evil. Werden sie mich fangen oder haben sie keinen Bock? Ja, da kann man vielleicht nochmal das nächste Mal drauf gucken. Das ist ein schönes Stichwort. Nächstes Mal geht's hier nämlich weiter, natürlich. Denn wir haben es immer noch nicht geschafft. Wir haben heute nicht mal Dracula gesehen. Das ist natürlich meine Schuld. Das nehme ich auf meine Kappe. Aber wir sind nah dran. Ich könnte mir vorstellen, dass nächste Woche eine kurze Folge wird. Weil du ganz schnell einfach in Draculas Schloss gehst und den umhaust mit diesem super Bild. Wie schön, wie häufig wird das schon. Einige von euch, nicht alle, aber ein paar, vielleicht auch viele, mal mehr, mal weniger. Ihr kennt das emotionale Thema, Edo und ich spielen etwas zusammen. Also let's playen etwas, wie man im Volksmund neumodern sagt. Wir spielen ein bisschen mit zusammen. Genau, wir spielen ein bisschen zusammen und die Kamera läuft. Ich habe eine, jetzt kann ich es endlich offiziell machen, eine potenziell schlechte Nachricht. Andere werden jetzt erleichtert aufatmen. Wir werden Dead Cells beenden. Wir haben es sozusagen beendet. Ich habe es auch noch mal getestet. Ihr wisst, wir haben ja den DLC Return to Castlevania mit Dracula noch mal angefangen. Das Problem ist einfach nur, der Endboss ist wirklich, wirklich super schwer. Ich habe es privat noch mal probiert. Und das Spiel ist so unnachgiebig. Ich habe es privat noch mal dahin gespielt, in Vorbereitung einmal zu wissen, okay, das kann nicht so schwer nicht sein. Mhm. Wir standen da, ich bin gestorben einmal in der Sendung. Das ist jetzt nur eine Frage von einer Sendung. Aber Pustekuchen. Ich bin auch beim zweiten Mal privat. Du spielst eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und innerhalb von 5 Sekunden war ich tot und muss wieder bei Null anfangen. Das ist dieser Mechanik des Spiels geschuldet, dass man ganz wenig Zeit hat, Gelegenheit zu lernen. Mhm. Und so nach dem Motto, du weißt gar nicht, was dich trifft. Und dann musst du es nochmal spielen, um zu wissen, was dich trifft. Dann musst du es nochmal spielen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man dem vielleicht ausweicht. Und dann gibt's noch 10 weitere Tricks. Ja. Und das ist einfach leider nicht realistisch für uns. Wir haben da beide nicht so Bock drauf. Wir wollen euch das ersparen, jetzt irgendwie jahrelang so Try and Error zu machen, weil wir auch einfach nicht die Zeit haben, es so regelmäßig und häufig zu machen. Und haben dann einfach gesagt, es tut uns leid, das Spiel bricht uns. Und wir können es nicht weitermachen. Mal. Ja, vielleicht in irgendeiner Art und Weise, wenn jemand spontan noch mal Lust hat, Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Aber wir haben uns von dem Projekt verabschiedet. Wenn jemand noch mal Bock hat, sich so die ganze Zeit zu demotivieren in ein Spiel, was einfach nicht schaffbar ist und ihr so eine schlechte Zeit habt, dann ist es vielleicht auch gut, das einfach mal abzuschließen. Deswegen, ich glaube, es gibt Leute, die uns leiden sehen wollen. Andere sagen jetzt wirklich, nee, ist auch gut so.